Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal und ja, heute mal ein bisschen off-topic, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alle Fitnessbegeisterten werden jetzt wahrscheinlich ganz schnell abschalten, denn es geht um mein BWL-Studium und ja, wie ich darauf rückblickend, ich sag mal, ja, reagiere, beziehungsweise ob das Ganze so eine gute Idee war, ob ich es bereue, was meine Erfahrungen waren in 3,5 Jahren BWL, Vollzeit, ganz normales, plaines BWL-Studium. Und ich denke mal, da viele von euch nach dem Abi, nach dem Abschluss auch mit dem Gedanken spielen, soll ich lieber ja meiner Leidenschaft nachgehen, soll ich vielleicht lieber eine Nische wählen oder soll ich lieber so allgemein bleiben wie nur möglich, um mir noch Zeit zu lassen, mich zu orientieren und einfach zu gucken, in welche Richtung es gehen soll. Das Ganze heute in diesem Video, einfach mal meine Erfahrung, wie das Ganze lief. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß dabei. Gut, also wie lief das Ganze ab? Ich habe natürlich nach dem Abi mir überlegt, was soll ich tun? Ich habe ja ein mittelmäßiges Abi geschrieben, ich glaube 2,5 war das Ganze damals. Und dementsprechend ja jetzt nicht krass, also wirklich, da gibt es deutlich bessere Abischnitte. Mir hat das Abitur halt wirklich selbst ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, da ich sowohl in ja, Deutsch als auch Englisch nur 7 Punkte geschrieben habe. Ich weiß nicht, was da los war, aber ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft und das zieht dann natürlich krass am Durchschnitt und ich glaube, hätte ich da ein bisschen besser abgeschnitten, wäre auch ein besserer Schnitt drin gewesen. Dennoch musste man dann natürlich gucken, okay, wo wird man überhaupt genommen mit einem 2,5er-Schnitt? Selbst BWL-Studiengänge sind teilweise vom NC her, damals zumindest, vor 3,5 Jahren, 2016 oder sogar, nee, 2017, echt krass gewesen, also krasser, also für mich persönlich, krass für die Allgemeine, vielleicht eher nicht mit einem, ne, jeder, der eine 1 vorne hat, sollte jetzt kein Problem haben, in die meisten BWL-Studiengänge reinzukommen, aber bei mir war es damals doch so, dass ich ja auch ein paar Absagen gekriegt habe und dann natürlich auch nicht so die Wahl hatte, wo ich jetzt hin will, aber ich war sowieso nicht so eingestellt, da ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt in die renommierteste BWL-Hochschule, Universität, irgendwo nach Frankfurt oder Mannheim oder wo auch immer, krasse BWL-Studiengänge, Unis, Hochschulen sind. Ich musste das nicht haben, so, weil ich wollte eh nicht in eine Großstadt. Ich wollte hauptsächlich weg von Karlsruhe. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden und 20 Jahre eine Stadt hat mir dann gereicht und so bin ich nach Mainz gefahren, habe mich dort eingeschrieben in der Hochschule, in der HS Mainz und ja, habe dort angefangen, BWL zu studieren im März 2017 und das Studium habe ich jetzt im wann habe ich es denn beendet? Ich glaube im Oktober 2020, genau. Also 3,5 Jahre. Ich habe ein Semester länger gebraucht, weil die Uni hat ja ein Praxissemester vorgesehen oder zumindest ein 3-monatiges Pflichtpraktikum, das du aber nur während den Semesterferien hättest machen dürfen, um in der Regelstudienzeit fertig zu werden. Die meisten Unternehmen nehmen dich aber entweder nur für ein halbes Jahr oder vielleicht ja zumindest 3 bis 4 Monate. Und dementsprechend war es bei mir auch so, das Unternehmen, wo ich hin wollte, das war damals Rocker Nutrition, hat mich nur für 6 Monate genommen. Das war einfach so Standard, ne, kann ich aber auch verstehen. Jedes Unternehmen will einfach denjenigen möglichst lange halten und dann auch eben auch was vom Praktikant haben. Der muss natürlich auch erstmal eingelernt werden, ganz klar. Und dementsprechend war das so bei mir, dass ich dann mir ein Semester quasi komplett freigenommen habe, alle Klausuren geschoben habe und mich dann dort eingeschrieben habe, beziehungsweise ja, nach Berlin gezogen bin damals für ein halbes Jahr, mitten im Studium. So, das war erstmal schon erstmal so semi-geil. Also, keine Ahnung, wie die Leute das in der Regel zur Studienzeit schaffen wollen, aber in 2 Monaten Praktikum, in Semesterferien, lernt man wirklich überhaupt nichts. Und da musst du auch wirklich erstmal ein Unternehmen finden, das dich nimmt. Also, die beste Option wäre natürlich irgendein, keine Ahnung, Familienmitglied zu haben, Bekannten zu haben, der dich da in der Firma irgendwie arbeiten lässt, dich gut bezahlt und das Ganze dann am Ende als Praktikum tituliert, halb legal, so nach dem Motto. Aber wer hat schon immer das Glück, das machen zu können? Und dementsprechend war es bei mir wirklich so, dass ich ein Semester hab dranhängen müssen. Und jetzt habe ich meinen Abschluss mit, ich glaube, 2,1 oder 2,2 abgeschlossen, auch nicht krass. Wie gesagt, also mit einem BWL-Zweierschnitt brauchst du eigentlich überhaupt gar nichts die erhoffen von der Arbeitswelt. Und da sind wir auch schon vielleicht, um mal so ein bisschen Pro- und Kontrapunkte anzusprechen, beim Kontrapunkt. Wenn du keine 1 vorm Komma hast, wenn du keinen irgendwie krassen Schnitt hast,
Dann ist dein BWL-Studium, das ist ja, also ein BWL-Studium ist sowieso erstmal gar nichts wert. So. Also du, da wirst du ganz unten einsteigen der Hierarchie in jedem Unternehmen. Gut, wirst du auch mit einem Masterstudiengang, aber du wirst nichts dir erhoffen können von diesem Schnitt. Nicht, dass du denkst, du kommst gleich in eine Führungsposition oder irgendwas anderes. Kann natürlich immer sein, wenn du Kontakte hast, wenn du irgendwie Glück hast, dass es mal klappt, aber du wirst nicht sofort in irgendeine Führungsposition kommen. Gerade wenn du, ich denke mal, viele von euch heutzutage, es sind ja Marketingstudiengänge oder Marketing, der Sinn nach einem Marketing-Lebenslauf oder, wie soll ich das sagen, Lebensweg, ist ja ausgeprägt bei vielen. Jeder denkt so, oh, Marketing klingt ganz cool, ich konnte nie was mit Mathe anfangen, ich werde wahrscheinlich niemals irgendwie Finanzbuchhalter oder irgendwie ins Rechnungswesen gehen, sondern eher ins Marketing und in die kreativere Richtung, sage ich mal. Und dieser Markt ist ja völlig überlaufen. Also ich meine, klar, ich habe eigentlich immer so ein bisschen auch Anschluss gefunden an diesen Unternehmen und ich wurde auch immer oder oft genommen, wo ich mich mal beworben habe als Werkstudent oder als Nebenjob oder was auch immer. Aber generell wollen das so viele machen. Ja, dementsprechend, wenn ihr in die Richtung wollt, werdet ihr das safe nicht irgendwo in einer mittleren Führungsposition oder so einsteigen. Da werdet ihr erstmal als, ich sag's wie es ist, als Affe einsteigen, so ein bisschen, ne? Also jetzt no offense, aber meistens ist es dann wirklich so, ich rede hier auch nicht für alle Unternehmen, zum Beispiel das Unternehmen, wo ich jetzt bin, ist super cool, da wirklich werde ich cool behandelt, da habe ich verschiedene Projekte, da habe ich auch Verantwortung, aber es ist natürlich auch nur eine Werkstudentenstelle oder zumindest nur eine ganz untere Stelle als Junior irgendwas, der, ich sag mal so, jetzt nicht in diesem Unternehmen, wo ich jetzt bin, sondern generell, du machst halt das, wofür andere keine Zeit haben. Und das ist sowohl in deinem ersten Job so, das ist im Praktikum so, das ist überall so, wenn du im Marketing arbeitest zum Beispiel. Da wirst du dann wahrscheinlich für Texte schreiben gebraucht, für irgendein Posting oder fürs Einpflegen von deinen Postings in irgendwelche Content-Management-Systeme oder in die Konzeption von einem Redaktionsplan, was für Content wird denn überhaupt gepostet. Etc. So, das ist so das, was ich gemacht, also die Erfahrung, die ich gemacht habe. So, ich hatte zum Beispiel auch mal eine Stelle, da war ich wirklich nur dafür zuständig, Texte für Postings zu schreiben. Wirklich, das war wirklich fast das Einzige. Und da denke ich mir schon so, das könntest du auch durch eine KI laufen lassen, die wird dir genauso gut Texte stellen und es wird niemandem auffallen, weil die Texte liest sich am Ende sowieso niemand durch, der diesen Post anguckt. Ihr kennt es vielleicht von euch selbst, ihr scrollt durch euren Social Media Feed, ihr guckt überall hin, ihr liest vielleicht die erste Zeile vom Posting und das war's dann. So, weil ihr guckt euch nur die Bilder an so und deswegen null Erfüllung. So, du weißt, dass diese Arbeit komplett für die Katz ist und auch jeder andere könnte das machen. Dementsprechend, was ich nur damit sagen will, erwartet nicht zu viel von diesem Bachelor in BWL. Das ist jetzt nichts, was euch krass voranbringt oder einen krassen Job bringt. So. Wenn ihr Spaß an dem Job habt, dann ist es wahrscheinlich auch erstmal egal, was ihr macht. Ihr habt Spaß daran. Aber das muss euch natürlich bewusst sein. Ihr werdet nicht mit dem BWL-Studium sofort die Karriereleiter erklimmen. So. Ihr müsst erstmal ein paar Jahre im Unternehmen sein, euch beweisen, euch auch weiterbilden, intern, aber auch in eurer Freizeit. Und da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Wenn ihr nicht so enden wollt oder das als möglichen Berufseinstieg vorfinden wollt, den ich euch jetzt erklärt habe im Bereich Marketing für meine Sparte, wo ich halt basiert bin oder wo ich halt ja ansässig bin. Ich kann jetzt nicht für den Finanzdienstleistungssektor sprechen oder für was auch immer, vielleicht ist es dort ganz anders, aber im Marketing ist es so. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr auf jeden Fall euch selbstständig machen beziehungsweise in eurer Freizeit Projekte realisieren, eigenständig versuchen, irgendwo Fuß zu fassen, irgendwo vielleicht ein Kleingewerbe aufzumachen, als Einzelunternehmer, als Freelancer irgendwie zu arbeiten, Kunden zu akquirieren und dort eben also euch was aufzubauen. So, weil das, und da habe ich die Erfahrung wirklich gemacht, ist 10-mal mehr wert als irgendein Studium. Wenn ich teilweise nicht diese Referenzen hätte, die ich habe jetzt, das ist nichts Krasses, aber es ist was, mit 22, 23 zu sagen, man hat schon an Projekt XY gearbeitet, man hat schon zum Beispiel in meinem Fall jetzt Social Media Kanal XY aufgebaut, betreut, Content produziert, dann macht das natürlich Eindruck und das ist schon viel mehr wert als irgendein Wisch, wo irgendeine Note draufsteht, vor allem im BWL-Bereich, weil BWL ist so allgemein wie überhaupt nichts. Also das ist krass. Ihr könnt,
meiner Meinung nach mit einem BWL-Studium, wenn ihr einfach nur rausgeht, ihr studiert 3,5 Jahre, habt, wenn ihr nichts nebenbei macht, wenn ihr keinen Werkstudentenjob habt, wenn ihr kein langjähriges Praktikum macht oder kein längeres, wenn ihr keinen Nebenjob hattet vorher oder nachher oder währenddessen und wenn ihr keine eigenen Projekte habt, werdet ihr in diesem Studiengang nichts lernen und nichts mitnehmen. Ihr habt dann so einen Wisch, wo eine Zahl draufsteht, aber im Endeffekt habt ihr nichts gewonnen. Und das wissen natürlich auch Arbeitgeber, dass ihr nichts könnt. Und dann fragt ihr euch, ja, wo hast du schon noch Expertise gesammelt? Was kannst du denn? Wo liegt dein Spezialgebiet? Bla. Und ihr könnt nichts sagen. Das ist ja das Krasseste. Also, das geht ja überhaupt nicht. Meiner Meinung nach. Das ist wirklich dann richtig naiv zu glauben, dass man mit diesem Studiengang irgendwie die Türen geöffnet sind in jedem Bereich. Natürlich, allgemein ist es gehalten, aber ihr müsst währenddessen so viel Initiative selbst zeigen und so euch ja den Arsch aufreißen, um zu wissen oder zumindest in dem Bereich schon mal Referenzen zu sammeln, in dem ihr später auch arbeiten wollt. Und dass ihr das am Anfang in Semester 1, 2, vielleicht auch 3 noch nicht genau wisst, ist völlig klar. Aber es ist einfach vonnöten dann auch zu gucken, wo kannst du vielleicht dich selbst sehen später und was bedarf es, um dort schon mal Referenzen zu sammeln, um attraktive Unternehmen zu sein und vielleicht dann auch gleich mehr Verantwortung zu kriegen, bessere Aufstiegschancen zu kriegen, der Ansprechpartner zu sein für XY. Und das ist so der Punkt. Also macht euch Gedanken und macht euch ja selbstständig in irgendeiner Form, dass ihr sagt, ihr baut euch was nebenher auf und sammelt auf jeden Fall Erfahrung. Das muss gar nicht im Bereich Marketing sein. Ich kann mir vorstellen, im Bereich Steuern oder so. Macht die Steuern für jemand. Kümmert euch darum. Guckt mal, was ihr vielleicht bei euren Eltern machen könnt oder bei irgendwelchen Unternehmen, die ihr kennt. Kümmert euch darum die Finanzen. Beratet Leute bezüglich, ich sag mal, einer Unternehmensstrategie oder was auch immer. Fangt ganz klein an und arbeitet euch dann immer weiter hoch mit mehr Kunden, mit mehr Verantwortung, mit größeren Unternehmen. Es muss nicht viel sein. Es reicht wirklich schon zu sagen, ich habe was gemacht und dann darauf aufgebaut. So in meinem Fall, ich kann ja mal ganz konkret sagen, wie es jetzt bei mir war. Ich habe beispielsweise erstmal selbst mit YouTube angefangen, sogar noch zu Abi-Zeiten tatsächlich und ja, dementsprechend war da schon mal die erste Ebene gelegt und ja, dort habe ich halt gelernt, was ist Content-Produktion, wie kann man mit Videoschnittprogrammen umgehen, wie macht man Thumbnails, wie arbeitet man konzeptionell bei einer Videoidee und dann auch in der Produktion. Das war so der erste Punkt. Und dann hat man natürlich geguckt, okay, wer könnte solche Dienstleistungen auch gebrauchen, welche Probleme kann ich mit dem, was ich schon weiß, lösen? Und das ist dann natürlich sowas wie Videoschnitt für andere, Videoproduktion für andere, Contentproduktion. Ich habe damals in der Eisdiele gearbeitet, Grüße gehen raus ans Eiskaffee Goldzünglein. Und dort habe ich dann ein paar Posts für den Social-Media-Kanal gemacht. Ja? Ich habe ein paar Bilder gemacht von dem Eis, ich habe ein bisschen Videodrehs gemacht, wie das Eis produziert wird. Ich habe das dann veröffentlicht, ich habe den Social-Media-Kanal auch verwaltet und so Geschichten. Also das war wirklich schon der Anfang, ja, meiner, ich sag mal, beruflichen Laufbahn bis jetzt. Das hat halt den Weg geebnet und das hat mir schon mal, ich sag mal, Referenzen gebracht, so ganz einfache, ganz Basisreferenzen, um dann den nächsten Job zu kriegen und den nächsten Job. Und das ist zum einen erstmal super cool, um euch in der Praxis mal so ein bisschen das Berufsleben schon von Anfang an zu zeigen und natürlich auch einen Einstieg zu geben in das, was euch später im richtigen Beruf, im Angestelltenverhältnis oder vielleicht sogar, wenn ihr da genug macht, in der Selbstständigkeit dann zu helfen und einfach mal euch vor Augen zu führen, was es denn bedarf oder was es wirklich in der Praxis ja braucht, um dort Geld zu verdienen und jemandem auch einen Mehrwert zu bieten. Und die Message dieses ganzen Videos soll einfach nur sein, legt euch bitte nicht auf die faule Haut. Wenn ihr schon BWL studiert, dann spezialisiert euch während dem Studium, vielleicht davor und auch danach. Guckt, dass ihr in eine Richtung geht, dort Referenzen sammelt und dort dann Fuß fasst und ja, eigene Ideen kreiert. Und nicht einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier mein BWL-Studium, ich mache vielleicht noch einen Master. Weil ein Master ist dann auch schön und gut, ihr könnt einen Master machen. Aber wenn der genauso allgemein gehandhabt ist oder vielleicht auch ein bisschen spezieller gehandhabt ist als jetzt das BWL-Studium an sich, der Bachelor, werdet ihr trotzdem nicht viel mehr Praxiserfahrung haben als nur mit dem BWL-Bachelor an sich. So, weil klar, ihr könnt Folien auswendig lernen, aber sind wir mal ehrlich, das meiste, was ihr lernt, geht hier rein und geht da wieder raus und nach 2 Jahren habt ihr eh alles vergessen. Und dementsprechend macht was aus euch, macht selbstständig was, kriegt den Arsch hoch und versucht eigene Projekte umzusetzen und dann macht ein BWL-Studium auch Sinn, weil was ihr lernt im BWL-Studium ist auf jeden Fall
die Fähigkeit zu lernen, euch den Arsch aufzureißen. Auch wenn der Studiengang nicht vom Umfang her und von der Schwierigkeit das Schwerste ist, was ihr machen könnt, es ist auf jeden Fall dazu da, um euch strukturell eine Struktur zu geben, euch beizubringen, Disziplin zu haben, euch selbst zu organisieren und zu lernen, lernen zu können. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann kein Deutsch mehr. Ich wollte das eigentlich in einem Schnitt machen, jetzt muss ich es wahrscheinlich schneiden. Egal. Es bringt euch bei, ja, konzentriert an einer Sache fokussiert zu arbeiten, und es setzt euch auch immer wieder Impulse, wo ihr dann auch selbst merkt, okay, ich habe das und das jetzt mal gelernt im Studium, kann ich das auch für mich in der Praxis selbst umsetzen, sofort, und nicht erst in 3 Jahren im Berufsleben, weil dann habt ihr alles schon wieder vergessen. In diesem Sinne, ich hoffe mal, das Video konnte so ein paar Leuten helfen, ja, zu beurteilen, was es vielleicht bedeutet, BWL zu studieren, was es vielleicht auch dann bedarf an nächsten Schritten und an Eigeninitiative, und euch die Augen öffnen, ob das BWL-Studium überhaupt was für euch ist, weil es ist super logisch, dass wenn ihr Biologie studiert oder Humanmedizin oder eine Ausbildung macht, ihr habt einen viel konkreteren Arbeits- und Lebensweg vor euch. Wenn ihr BWL studiert, habt ihr überhaupt nichts. Ihr habt keine Ahnung, was ihr machen sollt, wenn ihr nicht selbst aktiv werdet. In diesem Sinne, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wir sind schon gut dabei mit 16, 17 Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was vermitteln. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt oder einfach nur einen lieben Kommentar da lassen wollt, dann schreibt es unten rein und gebt dem Video einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, wenn ihr denkt, ich bin ein arrogantes Arschloch. Aber ich wollte euch einfach mal nur sagen, wie es meiner Meinung nach aussieht. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao, ciao.